Guten Tag, ich bin Dr. Georgi Bardarov und arbeite an der Sofiota-Universität St. Kliment Ochridzki als Experte für Demografie und ethno-religiöse Konflikte. Die Handlungen meiner beiden Romane wurden gerade durch meine Arbeit an der Universität provoziert. Die Geschichte des ersten von ihnen, ich zähle immer noch die Tage, ist die Geschichte von Sarajevos Romeo und Julia, des orthodoxen Christen Boško Birkić und der bosnischen Muslimin Admira Izmić, die ich von meinen Studenten während einer Übung zu ethnisch-religiösen Konflikten in der Aula der Universität hörte. Diese Geschichte hat mich selbst gefunden. Sie ist in mich eingedrungen und ließ mich nicht in Ruhe, bis ich sie erzählt hatte. 5 Jahre lang habe ich sie studiert, alle Archivdokumente gelesen, die Dokumentarfilme gesehen. 2015 besuchte ich Sarajevo und sprach mit Menschen, die die Blockade überlebt haben, Menschen, die meine Hauptfiguren kannten. Die Geschichten, die ich dort hörte, sind so unheimlich, so schwer, dass sie wie eine Wunde für mich sein werden und diese Wunde bis zu meinem letzten Tag nicht heilen wird. Bis zu meinem letzten Tag werde ich an diese Menschen und ihre Geschichten denken und mich erinnern. Am 6. April 1992 protestierten die Einwohner von Sarajevo, orthodoxe Serben, muslimische Bosniaken, Kroaten, Katholiken, Seite an Seite gegen den Wahnsinn des Krieges im benachbarten Kroatien. Nur 2 Tage später, am 8. April, begann die Belagerung von Sarajevo, die längste Blockade einer Stadt in der Geschichte der Menschheit. 1395 Tage. Dieselben Menschen, die Tür an Tür, Schwelle an Schwelle und Schulter an Schulter lebten, die gegen den Wahnsinn des Krieges protestierten, begannen, sich gegenseitig umzubringen. Eines der zynischsten Dinge an der Blockade von Sarajevo war, dass viele von denen, die von den Hügeln oberhalb der Stadt herabschossen, dort geboren wurden, auf ihren Straßen aufgewachsen waren, zumindest ein Freund, zumindest eine Geliebte in der belagerten Stadt geblieben war. Und doch haben sie geschossen. Sie schießen, weil der Krieg ein Opiat ist. Wie einer der Scharfschützen mir sagte, wenn man den Ersten tötet, ist das schrecklich. Wenn man den Zehnten tötet, ist es seltsam. Wenn man den Hundertsten tötet, möchte man einfach nur noch mehr und mehr und mehr. Mein Roman, Ich zähle immer noch die Tage, ist in 3 Handlungslinien gegliedert. Die zentrale Handlungslinie ist von meinen Hauptfiguren Boško und Admira im Buch Davor und Aida und den letzten Stunden ihres Fluchtversuchs aus der belagerten Stadt am 19. Mai 1993. Die 2. Handlungslinie sind die Interviews. Interviews mit Opfern und Interviews mit Henkern. Interviews mit Opfern, die zu Henkern wurden und Interviews mit Henkern, die zu Opfern wurden. Als ich das Manuskript des Romans einreichte, fragte mich der Verlag, woher ich diese Interviews habe, um das Urheberrecht zu klären. Ich antwortete, dass ich sie nirgendwo herbekommen habe. Die nächste Frage war, du hast sie von den Leuten selbst genommen? Nein, eigentlich habe ich sie aufgrund dessen geschrieben, was ich in meinem Sarajevo von den Menschen gehört habe, die die Blockade und den Krieg erlebt haben. Die 3. Handlungslinie des Romans beschreibt meinen Besuch in Sarajevo im Jahr 2015 und die Gespräche mit meinem Dolmetscher Zoran. Wir haben uns an Ostern auf dem Baschcirdja, auf dem Bazar, gesehen. Wir sind zu ihm gegangen und haben die ganze Nacht dort verbracht. Wir redeten, tranken, diskutierten über den Krieg. Ich werde nie vergessen, wie Zoran mir im Morgengrauen durch die dicke Schicht Tabakrauch sagte: Jeder Krieg ist ein Festschmaus für die Hunde. Und manch einer glaubte, er töte im Namen des wahren Gottes, er vergewaltige für die gerechte Sache, er räche sich für die Zukunft seiner Kinder. Jeder Krieg ist ein Festschmaus für die Hunde. So ist es auf dem Balkan. Jeder hasst jeden. Und dieser Hass wird von den Vätern an die Söhne und von den Söhnen an deren Söhne weitergegeben. Und jemand wird davon profitieren. Ich saß da, hörte Zoran zu und dachte, hat der Teufelskreis des Hasses kein Ende? Und ist es wirklich so einfach? Zorans letzte Worte waren:
Im Krieg ist man entweder eine Zielscheibe oder ein Mörder und hat keine Wahl. Man hat keine Wahl? Diese Worte hallten in den nächsten Tagen durch meinen Kopf wieder, als ich auf dem Heimweg nach Bulgarien war. Nein, ich bin absolut davon überzeugt, dass jeder von uns, egal unter welchen Umständen, egal unter welchen Bedingungen, seine Wahl getroffen hat und trifft. So wie die Hauptfiguren in meinem Roman, Davor und Aida, ihre Wahl getroffen haben. Die Liebe von Davor und Aida erweist sich stärker als der größte menschliche Fetisch, der Krieg. Jeder von uns sollte wenigstens einmal im Leben auf diese Weise geliebt haben, damit das Leben einen Sinn hat. Jemanden mehr geliebt zu haben als sich selbst. Davor und Aida waren in ein und demselben Jahr, in ein und demselben Monat in Sarajevo geboren worden. Sie trafen sich zum ersten Mal im Alter von 4 Jahren auf dem Weg in den Kindergarten, um ein Leben lang zusammen zu bleiben. Sie gehen zusammen in den Kindergarten, gehen zusammen zur Schule, machen zusammen Abitur und unmerklich, aber irgendwie ganz natürlich, wachsen ihre Gefühle in eine Kameradschaft, die Kameradschaft in eine Freundschaft und die Freundschaft in eine große und wahre Liebe hinüber. Oberhalb der Religionen, oberhalb der Spaltung, oberhalb des Lebens, vielleicht sogar oberhalb des Todes. Nach ihrem Abiturball verlaufen die Gespräche bereits anders. Wie bei allen Verliebten auf der Welt geht es in den Gesprächen um ein gemeinsames Zuhause, eine gemeinsame Zukunft, Familie, Kinder. Dann beginnt die Blockade von Sarajevo. Es ist für alle in Sarajevo extrem schwierig und für die gemischten Paare um ein Vielfaches schwieriger. Aber Davor und Aida sind bereit, alles zu tun, um für ihre Liebe zu kämpfen. Die einzige Chance ist ein Fluchtversuch aus der belagerten Stadt. Die Nacht des 19. Mai 1993 fiel bezaubernd, warm, frühlingshaft, zart, durchtränkt mit dem Jasminduft über Sarajevo. Davor und Aida verlassen ihr Wohnviertel in Richtung Vrbanja-Brücke über dem Fluss Miljatska, der einzig mögliche Fluchtkorridor. Einige Wochen zuvor hatte Davor einem selbsternannten paramilitärischen serbischen Offizier 19.000 Mark gegeben, der ihnen versprach, dass die Scharfschützen in der Nacht des 19. Mai 1993 zwischen 21 Uhr und 21.15 Uhr schweigen würden und sie könnten die Brücke überqueren. Um genau 21 Uhr betraten die beiden Liebenden Hand in Hand die Vrbanja-Brücke. Die Brücke ist 80 Meter lang. Sie sind irgendwo in der Mitte, wenn die Kugeln niederprasseln und sie tot umfallen. Ihre Körper blieben 7 Tage lang auf der Brücke, da sich die Brücke zwischen der serbischen und der bosniakischen Front befand. Ein italienischer Fotograf macht ein Foto der verschlungenen toten Körper und veröffentlichte es. Und die Geschichte von Sarajevos Romeo und Julia wird der ganzen Welt bekannt. Wenige Tage bevor beide aufbrechen, schicken sie einen Brief an die Mutter von Aida, Samira Ismic, in den muslimischen Stadtteil. Samira erhält den Brief am nächsten Tag, dem 20. Mai, als sie immer noch nicht weiß, was mit ihnen passiert ist. Sie liest den Brief mehr als 500 Mal, aber nie die letzten beiden Zeilen. Als würden Davor und Aida am Leben bleiben, solange der Brief nicht zu Ende gelesen war. Samira, kannst du mir sagen, was in den letzten beiden Zeilen von Aidas Brief stand? Schweigen. Langes Schweigen. Entsetzlich langes Schweigen. Dünn wie ein Blatt Reispapier. Sie steht auf, geht zum Schrank, öffnet eine Schublade. Von dort holt sie ein vergilbtes Blatt Papier hervor, liest jedoch nicht daraus vor. Sie kennt ihn auswendig. Ihre Hände zittern, ihre Stimme zittert. Mama, ich weiß, dass du dir große Sorgen machen wirst. Ich weiß, dass du nicht schlafen können wirst. Ich komme zurück. Ich verspreche es. Daher schlage ich dir ein Spiel vor. Zähle die Tage bis zu meiner Rückkehr. Ich zähle immer noch die Tage, ist der Titel meines Romans.
aber das sind nicht meine Worte. Samira Ismić, Sarajevo, den 19. Mai 1997. Ich widme diesen Roman all jenen, die niemals nach Hause zurückkehren werden. Ich widme diesen Roman all denen in allen Ecken der Welt, einschließlich denjenigen in der Ukraine, die immer noch die Tage zählen.